Jetzt rechts abbiegen. Den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen. Jetzt abfahren. Jetzt geradeaus fahren. Den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen. Jetzt abfahren. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Das Ziel liegt in einer nur beschränkt befahrbaren Zone. So, Freunde, ich merke es jetzt erst jetzt. Ich rede mich hier wieder dumm und dämlich. Hab vergessen, mein Headset-Mikrofon einzuschalten hier. Ja, Freunde, herzlich willkommen. Ich habe heute wieder ein bisschen Zeit, mit dem Scania zu fahren. Leider wurde es heute nichts von meinem Rekordversuch. Ja, ich wollte eigentlich um 2 Uhr Nachmittag anfangen. Zum Glück habe ich das nicht gemacht. Ich wurde so viele Male unterbrochen, musste ständig irgendwas machen. Ja, und jetzt habe ich ein bisschen Zeit für ein Video. Muss ich jetzt laden, hä? Was ist da los? Ah, hier ist es. Ja.
Ich brauche meine 7, das sind wahrscheinlich 7, 8 Stunden mindestens für diesen Rekordversuch. Und ja, wie gesagt, ich wollte eigentlich um 2 Uhr ungefähr anfangen und dann bis tief in die Nacht reinfahren. Aber ja, private Sachen gehen vor, Leute. Ich hoffe, ihr versteht das. Ich glaube, ich habe eine kurze Tour, so ungefähr 200 Kilometer jetzt. Ihr habt für den Volvo FH16 2022 abgestimmt. Ist auch okay, finde ich cool. Der ist eingerichtet. Ich wäre da startklar. Eigentlich, ja. Ja. Ich lade mal die Fracht auf. Ich werde, wie gesagt, in Lissabon starten. Ja, 192 Kilometer passt. Achtung, das Ziel, es hat aufgehört zu regnen. Passt auch. Das kann ich ausmachen. So, ich sehe jetzt, ich könnte vielleicht mein Lenkrad noch mehr schräg einstellen. Aber gut, so passt es auch vielleicht ein Tick mehr. So. Ich habe mir auch gedacht, dass ich, wenn ich jetzt starte, wird auch schwierig. Dann müsste ich die ganze Nacht durchfahren und morgen muss ich auch ein bisschen schlafen. Ich habe morgen was vor. Ja. Also, ich weiß nicht, ich kann es euch nicht sagen, Freunde. Ich hoffe, dass ich morgen Abend den Livestream machen kann. Ja, und dann könnte ich die ganze Nacht durchfahren. Jetzt links abbiegen. Sonntag habe ich eigentlich nichts zu tun, aber noch eigentlich, Freunde. Ich weiß es nicht, ja. Danke. Bis 2500. Den Kreisverkehr an der dritten Ausfahrt verlassen. Jetzt das gehört. Fällt mir. Haucht wie eine Katze. So, jetzt wieder hier. Ich darf hier nur 70 fahren. Aber ich habe sowieso Busgeld ausgemacht, oder? Glaube ich, ja. Jetzt geradeaus fahren. Ja, hier ist jetzt 40. Den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen. Ja, lieber anhalten. Leute, man weiß nie. Ui. Man weiß nie, wo die KI fährt. Ist das zu tief? Nein, passt.
Also wie gesagt, der Volvo steht bereit in Lissabon, ja. Jetzt links abbiegen. Und ich freue mich schon drauf. Wie ein kleines Kind. Ich hoffe, ihr werdet euch ein bisschen Zeit nehmen, dabei zu sein. Muss ja nicht die ganze Zeit sein. Ja. So. War ich schon hier? Ja, ich war schon hier. Stimmt ja. Bin aber nicht nachts gefahren. Ja. Aber hier war ich nicht. Hä? Komisch. War ich gar nicht. Sonst wäre es hier auf der Karte gelb. Okay, ja, passt. Jetzt geradeaus fahren. Ich habe auch so ein Mod drin, Realistic Vehicle. Headlights 7.3, glaube ich. Bei Fricken, FRNA oder sowas, Fricken. Sollte aus dem Steam Workshop sein. Oh, hier, da. Ich weiß nicht. Demnächst rechts abbiegen. Muss ich mir nachher anschauen, die Lichter und so, dass alles so realistisch ist. Jetzt rechts abbiegen. Ui. Ich muss mehr auf die Petra hören. Wieso muss ich hier 20? Aha, wegen dem. Deswegen. Okay. So, jetzt bin ich in einer Stadt und Kilometer. Wenn ich irgendwo in einem Dorf oder Stadt bin. Gehen die Kilometer langsamer runter. Jetzt ist wieder normal. 29, 28. Okay. Ja, ich wünsche dem lieben Wusel alles Gute. Er hatte kürzlich mit seinem MAN einen Unfall. Wusel, ich hoffe, es geht dir gut. Ja. Schauen wir mal, ob er sich bald melden wird. Also, YouTube-Kanal von Wusel und von ein paar weiteren Freunden von mir könnt ihr im Kanal-Info sehen. Ja, der Wusel hat auch echt letzte Zeit. Sein Buchhalter ist weg mit dem Geld und hat die Rechnungen nicht bezahlt und jetzt muss er seine Fahrzeuge verkaufen, Auflieger und ja. Aber schaut bei ihm vorbei, macht richtig gute Stories. Demnächst rechts ja, Wusel. Sollte ganz oben in der Liste verlinkt sein, sein YouTube-Kanal. Im Kanal-Info, wie gesagt, ja.
So, kann man hier noch was kaufen? Melonen oder? Ah. Wie denn? Es ist kurz nach Mitternacht. Der Basaka hat wieder Wünsche und er überholt hier. Also Freunde, wenn ihr in Russland unterwegs seid, bitte vorsichtig. Die Straßen sind hier nicht so gut wie bei uns. Ja, immer aufpassen. Aber ich merke jetzt wirklich mit diesem Mod, ist es irgendwie alles heller? Ich weiß nicht. Oder täuscht mich da? Werde ich nur davon geblendet? Ah, hier ist 40, okay. Wieso auch immer, hä? Wieso ist hier 40? Verstehe ich jetzt nicht, ja, keine Ahnung. Wem muss ich danken? Hallo? Ich habe noch 860 Kilometer, passt, ja. Bin ja gleich da. Noch 90 Kilometer. Darf einfach nicht vergessen zu tanken, falls es dort eine Tankstelle gibt. Keine Ahnung. So. Was ich noch machen könnte, ist dieses automatische Fernlicht einschalten und so. Und der Gameplay. Ah, ich hab's ja. Automatische Scheinwerfer, automatisches Fernlicht. Okay, da muss man hier ändern auf Standlicht. Licht aus. So. Nicht auf Abblendlicht und dann geht es. Alles automatisch, seht ihr? Fernlicht an. Sobald ein Fahrzeug entgegenkommt, jetzt geradeaus fahren, sollte sich das Fernlicht ausschalten. Aber die fahren jetzt nicht. Komisch, okay. Die stehen. In dem Fall nur bei Fahrzeugen, die unterwegs sind. Wusste ich gar nicht. Okay. Demnächst links abbiegen. So, jetzt kommt jemand entgegen. Ja. Schaltet sich automatisch ab. Jetzt links abbiegen. Jetzt habe ich auch einen Fall verursacht. Wisst ihr wieso? Heute ich bremse wie ein. Bremsen sind zu schwach. Klar, auf 70, ja. Ich hatte es früher auf 90. Wann habe ich das geändert? Sorry. Ja. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das geändert habe. Ja. Kann mal passieren. So schnell geht das, Leute. Ich habe vorhin voll gebremst, aber hat nichts genützt. Ja. Wenn die Bremsen so schwach eingestellt sind. Jetzt bin ich erschrocken, weil ich hab's einfach, ja, gesehen, ja.
Keine Chance mehr. Aber okay. Ja, ist nicht okay. Man sollte vorsichtiger fahren, aber ich wusste nicht, wie gesagt, dass meine Bremsen so schwach eingestellt sind. Hallo? Habe ich da... Oh, Fracht auch 1%? Naja. Also ich muss tanken und in die Werkstatt. Ich weiß nicht, ob sich diese Tour lohnen wird. Ich glaube nicht. Ich muss jetzt wieder Geld für Reparatur zahlen. LKW 7%, das wird mich wieder über 100.000 kosten. Leider. Ich war ja vorhin in der Werkstatt und hab, keine Ahnung, 300.000 ausgegeben. Ah ja. Kropotkin. Gut, passt. Hier wieder kaputte Straßen. So, jetzt muss ich mal... hinter mir sind Autos. Ich wollte eigentlich 70 fahren und dann... Dann wieder vollbremsen. Links fahren, dann sofort links abbiegen. Jetzt links abbiegen. Jetzt fahre ich 70. Vollbremsung. Ja, geht viel schneller. Passt. Passt, passt. Danke. Die Option finde ich okay, das mit den Lichtern muss man nicht selber. Obwohl ich habe hier meine Stream Deck und dann kann ich ja selber umschalten, aber so ist es besser, muss ich nicht dran denken. Ui. Das war zu früh. Bitte demnächst links abbiegen, dann sofort links fahren. Das war jetzt zu früh geschaltet. Ja, ich kann ja sowieso nicht abladen. Es ist 2 Uhr. Das heißt, ich werde mich mal hier hinstellen. Und werde versuchen mit dem Typ da zu reden. Vielleicht kann ich meine LKW hier abstellen und dann ja, kann er sowieso erst morgen abladen. Also morgen, heute meine ich. Es ist ja schon Samstag. Kurz nach 2 Uhr. Ja, Freunde. Also. Ich hoffe, ich kann bald, also dieses Wochenende, einen Rekordversuch machen. Wenn nicht, dann müssen wir warten bis nächste Woche. Ja, wie gesagt, es braucht Zeit. Also ich brauche mindestens 7 Stunden dafür und ist nicht so einfach. Also, danke, dass ihr euch mein Video angeschaut habt. Habt noch ein bisschen Geduld.
wünsche euch ein schönes Wochenende. Alles Gute und bis bald. Euer Bazooka.